Ja, Gemeinwohlökonomie beendet die Tabuisierung der natürlichsten Form der menschlichen Liebe. Frei werden vom Konsumzwang. Dank Gemeinwohlökonomie und freie Liebe ohne Tabus genießen. Gelebte Gemeinwohlökonomie, Hoffnungsschimmer für Polyamorie, Bisexualität und Gruppenehe. Das sind einige der ersten Werbesprüche für sozusagen die neue Werbekampagne für den völlig kostenlosen, selbstverständlich immer kostenlosen und nach dem mit dem Gütesiegel das wahre, hässliche und gute versehen sozusagen. Bei uns, wir machen keine Geschäfte auf Kosten der Menschen. Man könnte jetzt ja sagen, eine Partnerbörse ist ja harmlos, aber sie vergessen immer dabei, dass da jede Partnerbörse, die Geld nimmt, immer darauf ein Interesse daran hat, dass sie möglichst nie jemanden finden und keinen Partner finden, denn dann stoppt ja der Geldfluss meistens abrupt, ja. Das heißt, wenn die Leute den Partner gefunden haben, dann zahlen sie auch nichts mehr. Und das ist der Grund, warum diese Kostenlosigkeit eigentlich zentral ist. Also, man sollte das Kostenlose nicht suchen, weil man Geld spart, sondern das Kostenlose suchen, weil man dem Interesse daran, dass man alleine bleiben möge und weiterhin zahlen möge, ein Suchender bleiben möge, diesem Interesse der Marktwirtschaft kann man nur entgehen bei uns sozusagen, ja? Weil wir, die sind die, die das erkannt haben und deswegen alles kostenlos machen. Ja? Also nochmal, Treffpunkt für alle an Polyamorie oder Bisexualität oder Gruppenehe jemals Interessierten sozusagen. So, und Gemeinwohlökonomie, da wissen Sie ja, das ist ja nur einer von vielen, mehreren Diskussionsvorschlägen zur Gemeinwohlwirtschaft, also Gemeinwohlökonomie ist halt die berühmte Form. Ach so, da ist ein Tippfehler drin. Gemeinwohlökonomie, da ist natürlich ein Tippfehler drin. Das müssen wir gerade mal schauen. Also, Gemeinwohlökonomie, Tippfehler beseitigt, beendet die Tabuisierung der natürlichsten Form der menschlichen Liebe. Das zeigt also, diese doppelte Zange, die wir haben, also besser natürlich Gemeinwohlwirtschaft allgemein, Gemeinwohlökonomie als die berühmteste Variante der Diskussionsvorschläge zur Gemeinwohlwirtschaft. Gemeinwohlwirtschaft beendet die Tabuisierung der natürlichsten Form der menschlichen Liebe. Warum? Weil sie eben zu Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften führt und weil sie das Interesse an der Unterdrückung der Sexualität, das die ganzen letzten Jahrhunderttausende durchzieht, beseitigt ein für alle Mal und die Hausärzte werden sich darin gegenseitig übertreffen, Experimente mit den Menschen zu machen, mit Lebensformen, Lebensstilen, Liebesstilen. Sie werden alles ausprobieren und werden natürlich auch auf uns hören, der wir sagen, dass vielleicht die Gruppenehe der richtige, die weiblich-bisexuelle Gruppenehe erstmal der richtige experimentelle Ausgangspunkt sein könnte, weil dafür viele Hinweise aus der Wissenschaft sprechen, aber das bleibt letztendlich den Hausarztersatzpraxen und allen Varianten von Hausarzt, Gesundheitsgemeinschaften überlassen, in welche Richtung die sich evoluieren, wie in welche Richtung die Evolutionsprozesse da verlaufen. Denn es werden am Ende nur die Praxen übrig bleiben im Wettbewerb und gutes Geld verdienen, die mein Leben so glücklich wie möglich machen und so gesund wie möglich, so Langlebigkeit und so viel Wohlstand wie möglich, also die mein Leben in jeder Hinsicht verbessern. Und dadurch ist die Gemeinwohlwirtschaft an sich die Lösung für alles. Wenn wir allerdings es gar nicht mehr schaffen, in dieser kranken,
marktwirtschaftlichen Diktatur der Sparten. Ich habe ja oft erläutert, dass Marktwirtschaft automatisch eine Diktatur der Sparten ist. Wenn also wir das nicht schaffen, dann haben wir eben sozusagen den Treffpunkt für alle an Polyamorie oder Bisexualität oder Gruppen eher Interessierten, und wir haben die Gemeinwohlgemeinschaft Köln Süd mit der mit dem Unterexperiment Gruppenehe, ne, als experimentale Sache. Und da ist dann der Weg für alle, die jemals wirklich aus der Marktwirtschaft aussteigen sollen. Das ist das, woran ich glaube. Diplom-Theologe Jürgen Wagner glaubt eher an die, also wer sich nicht vorstellen kann, das oberste und erste Gebot der Marktwirtschaft zu übertreten, nämlich dass da heißt, du sollst monogam leben, ja, wer das nicht kann, der ist dann auch bei dem Diplom-Theologen Jürgen Wagner gut aufgehoben und dort. Ja, aber ich und deswegen ist die Teilnahme am Samstalk natürlich immer empfehlenswert. Also herzliche Einladung für den Samstalk. Frei werden vom Konsumzwang dank Gemeinwohlökonomie und freie Liebe ohne Tabus genähten werden. Also frei werden vom Konsumzwang dank allgemeiner der Gemeinwohlwirtschaft und die freie Liebe ohne Tabus genießen. Ja, das ist das, was die Gemeinwohlwirtschaft uns ermöglicht. Endlich nicht mehr saufen statt Sex, sondern Sex statt saufen, sozusagen. Ja, gelebte Gemeinwohlwirtschaft, Hoffnungsschimmer für Polyamorie, Bisexualität oder Gruppenehe, so aus ihrem, ja, stiefmütterlichen Dasein in der Gesellschaft herauszukommen. Noch so ein paar andere Worte. Fried, so sind so Schlagworte der Werbekampagne, ja? Friedvoll, Poly, Bi, Gruppenehe. Ja, das ist die friedliche Lebensform der Menschheit. Polyamorie und Bisexualität. Poly, Bi, Amores, Gruppenehe, Glück. Genau das ist es. Polybisexuelle Frauen gesucht. Sie sucht sie für Polyamorie. Das reimt sich doch schön. Sie sucht sie für Polyamorie. Der Treff für Polyamorie. Plattform für Bisexualität. Freie Liebe modern. Polyamorie. Plattform der schönsten Liebe. Nützliche Wahrheit der Bonobos. Also dieses, was man früher so hatte, so freier, spontaner Sex, das macht langfristig nicht glücklich. Polyamorie hat erkannt, dass das lebenslange Liebesbeziehungen mit vielen der beste Weg zum maximalen Glück sind. Ne? Plattform der schönsten Liebe, nützliche Wahrheit der Bonobos, ja, die nutzen wir. Polyamore Männer gesucht, Frauen, die Bi-Frauen lieben, Polyamore auf Partnersuche, Kontaktbörse für Polyamore, offene Beziehung, offen lieben, Poly, Polyam, Polyamorie, Polyamor, polyamorös, manche schreiben es so, polyamorös, manche schreiben es so, Bisexualität, bisexuell, offene Beziehung, offen lieben, freie Liebe, sie sucht sie, Polyamore, sie sucht sie, Bisexualität, Partnersuche, bisexuelle Partnersuche, kostenlos bisexuelle Partnersuche, Bisexualität, Partner finden, offene Beziehung, Partner finden, kostenlos, bisexuell Partnersuche, bisexuell Partnersuche, kostenlos, Bisexualität, Stammtisch, Polyamorie, Stammtisch, Polyamorie, Partner finden, Polyamorie, Partner finden, kostenlos, Polyamorie, Partnersuche, Polyamorie, Partnersuche, kostenlos, Gemeinwohlökonomie und Polyamorie, Community der freien Liebe, Gemeinwohlökonomie und Bisexualität. Ja, also so viel, so weit. Ja, und insofern auch, ja, tschüssi, bis bald.